Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Fight, Part Nummer 2. Und zwar ist diesmal am Start Pascal6118 bzw. mit seinem YouTube-Kanal Fairplay339. Hallo. Hallo, ja. Ja, bist ein bisschen redescheu jetzt. Ja, irgendwie schon, keine Ahnung. Also es ist ja schon cool, mit ihm jetzt gegeneinander zu spielen. Bin mal gespannt. Ja, also wir haben uns jetzt das Stadtderby rausgesucht. Manchester United gegen Manchester City. Er wollte City holen und ich hole mir eben United. Oh Gott, weinrotes Trikot. Ich glaube, dann hole ich besser das Weiße irgendwie. Dann kannst du das Schwarze oder so eins holen. Ja, dann passt es am besten. Teammanagement. Oh Gott, wir haben... Mittlerweile ist ja eine Minute Zeit, um hier auszuwechseln. Vorher waren das ja immer nur 30 Sekunden. Und Paul Scholes. Ach du Schande. 37 ist der Kerl schon. Ich kenne die Mannschaft hier gar nicht, ne? Also ich habe absolut keine Ahnung, wen ich da reinbringen soll oder sonst was. Valencia muss auf jeden Fall irgendwie rein. Ist aber auch mal wieder EA-Logic hier so Nasri auf die Bank zu setzen, ne? Ja, das stimmt. Ich verstehe sowieso manche... Herr Vidic steht hier auf als Reservespieler, aber ich glaube, der ist verletzt, deswegen. Ach so, ja, gut, dann geht das noch. Ja gut, das ist halt das Einzige, was Sinn macht. Aber ansonsten... Sind hier Spieler auf der Bank? Das gibt's gar nicht. Hernandez ist... Rooney ist draußen, aber Van Persie ist drin. Gut, dass jetzt auch nochmal... Ryan Giggs. Ne, Ryan Giggs, den will ich raus haben. Hol ich Ashley Young rein. Ja, die haben schon ein gutes Team, muss man wirklich sagen. Aber... Kann man von City auch so sagen. Oh, eine Sekunde war noch Zeit. Boah. Das war eng. Okay, wen hast du in der Arena? Nasri. Hm. Von dem so reden. Ich habe Raphael. Ich weiß. Oh, aber ich treffe in der Arena eh nie. Oh, fuck. Alter, schön, das ist schon gewesen. Bei FIFA 12 war das ja noch ganz anders. Da war ja die Arena immer dabei. Mittlerweile ist die ja kaum noch dabei. Das stimmt. Oh Gott, also die Torhüter bei Manchester United gehen mir gar nicht ab. Die sollten sich lieber mal einen ordentlichen kaufen. Hatten sie ja mit Van der Sar und die haben ja auch gehofft, dass die Rea richtig gut ist, mhm. Also dass er sich da entbreitet, aber das hat er ja auch irgendwie nicht so wirklich gemacht. Sir Alex Ferguson stand bei mir. Bei dir ist gar kein Trainer angegeben. Nö. Auch nett. Aber bei mir stand Sir Alex Ferguson, wahrscheinlich weil das sowieso sicher ist, dass der bis zum Tod da ist. Ja, kann ich mir auch nicht anders vorstellen, dass er denn irgendwie, ja. Oh, Balotelli. Das ist kein Ultimate Team. Lol. Der Ball, ja, geht jetzt, nicht einfach so ins Tor. Also wir haben uns mal entschieden, ausnahmsweise kein Ultimate Team zu spielen. Oh, Kagawa, der geht bestimmt überall ab, der Kerl. Alter. Ja, der ist gut schnell. Boah. Nee, was macht der denn da? Also der Trick war dann aber dementsprechend schlecht. So. Gucken wir mal. Oh, komm. Fuck. Oh, da steht auch schon wieder einer. Oh, den hat der Dorwart dabei. Ja, gut. Lindegaard. Ich weiß gar nicht, wo hat der vorher gespielt? Hat er vorher schon bei ManU gespielt? Nein. So. Würde mich wundern, dass wenn er vorher schon da gespielt hätte. Aber ich... Aber, warte, wo kann der gespielt haben? Bestimmt ein holländischen Club. Oh, 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 oh. Ah, Mann. Robin van Persie. Geige. Mann. Ich finde gar keinen passenden Jubel mehr. Ja, wenn ich jetzt mit Balotelli mal ein Tor machen würde, dann wüsste ich einen. Ja, gut. Alter, ruckelt. Ja, teilweise ruckelt es natürlich immer wieder. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt hier bei mir nicht ruckelt, weil das wäre nämlich Katastrophe. Ich habe ja das Problem, dass manchmal die interne Festplatte ruckelt und das ist ja gar nicht so schön. Weil wenn die interne ruckelt, dann können wir Aufnahmen vergessen. Wenn die externe ruckelt, ist es kein Problem, weil das nur alle 3 Minuten mal für 4-5 Sekunden ruckelt. Aber sonst... Nein! Mist. Wenigstens habe ich Vidic wieder eingewechselt. Och, komm. Der ist zwar jetzt nicht der schnellste, aber er ist auch nicht so schlecht. 89er Bewertung. Deswegen. Also ich glaube, bei Ultimate Team ist er richtig viel wert. Ja, aber... Ist er auch richtig guter Spieler. Ja, da hatten wir eben schon mal drüber gesprochen, über Valencia, weißt du? Mhm. Da hatte ich ja, den hatte ich ja bei FIFA 12 als Informsplayer und da habe ich 345.000 für bekommen. Und sowas bräuchte ich einfach mal nochmal, damit ich mal noch wieder so ganz viele Münzen habe. Oh, Van Persie! Ah, schade. Joe Hart.
Das ist, glaube ich, der Keeper, woran die meisten dran verzweifeln. Also ich zumindest. Ich hasse ja diesen Torhüter einfach nur. Boah, ey, nicht dein Ernst. Was sind den jetzt hergeholt? Keine Ahnung. Wo kommt der denn jetzt? Hab ich ja gar nicht. Ich verstehe das nicht. Warum geht der Trick nicht? Oh, egal. Der ist einfach da vorbeigesprungen. Ich habe die ganze Zeit jetzt versucht, den Muskelmann zu machen, aber irgendwie habe ich nicht hinbekommen. Mann. Genau. Ja, du weißt doch, eben bei dem Spiel habe ich auch 3:0 geführt und dann hast du noch aufgeholt. Ich weiß. Und im Elfmeterschießen hat er noch gewonnen. Irgendwie ist das jetzt was anderes, wenn man aufnimmt. Und ist da so ein gewisser Druck irgendwie? Keine Ahnung. Vor allen Dingen. Alter! Ja, bestimmt! Ah. Ey, wie ich jetzt schon wieder spiele, ne? Das geht schon wieder auf. Ja gut, eben war das echt übel. Ich hatte da 3:0 geführt. Dann ist er nach vorne gekommen, hat auf einmal 3-1, 3-2, 3-3 gemacht, macht das 4-3, ist 4-4, macht erst 5-4, ist 5-5 und im Elfmeterschießen hat er dann gewonnen. Aber wie der mich auch wegskillt, ne? Das ist Was macht der denn da? Der läuft einfach weg. Wegskillt, also bei FIFA 12 sind die Skills wesentlich einfacher gewesen als jetzt. Das stimmt, finde ich persönlich auch besser, weil ich nicht so wirklich der Skiller bin. Oh, na komm. Ja, ich habe das aber gerne gemacht, auch wenn es manchmal übertrieben war. Ja, klar. Ach, komm. Jetzt geh weg. Ja, komm. Wenigstens läuft es aus, freiwillig. Da drücke ich schon die ganze Zeit die Sprint-Taste. Das ist so behindert. Kagawa, hat der wirklich die 26? Oh, da steht ja gar keiner. Oh, der rennt auch noch vom Ball vorbei. Oh je. Boah, komm, Balotelli, sei mal schnell. Oh, leg. Oh nein! Was der jetzt nicht fertig machen soll. Balotelli trifft halt nicht immer, ne? Nee. Hätte ich vielleicht sogar nochmal rüberlegen sollen. Ich weiß gar nicht, wer da war. Ich glaube Nasri oder so. Ich habe da keinen gesehen. Oh, was mache ich denn da? Ich wollte gar keinen Trick machen. Ich habe eigentlich den Ball vorlegen wollen. Das passiert eigentlich immer andersrum. Also ich will manchmal tricksen und dann lege ich mir den Ball richtig weit ins Aus vor. Ja gut, das ist mir auch schon passiert, aber ich habe es gerade falsch rum gemacht. Young gegen Maicon. Ah ja, Maicon spielt ja jetzt mittlerweile bei Manchester City. Auch eine Katastrophe. Aber mir fällt gerade auf, scheiße, ich habe die Zuschauer ausgemacht. Mann, bin ich dumm. Ich habe meine leiser gemacht, weil ich dich sonst nicht mehr verstehen würde. Ich habe meine ganz ausgemacht, naja, müsst ihr mitleben, ne? Ne, ich hör die ja eh nicht. Oder zumindest, ich drück gleich mal auf Pause und mach die dann mal wieder ein. Oh, Vidic hat da schon wieder gestanden. Okay, mach das. Alter, so. So. Und in der Zeit kann ich mir nicht so gut was trinken. Oh. Man hat jetzt auch mehr Zeit, kann das? Man hat ja, das ist aber nur im Modus, normal, wo wir gegeneinander spielen. Oh, ich hoffe, ich leckt's jetzt nicht. Nein, die Frames zucken manchmal. Da kriege ich Angst. Bist du fertig? Ja. Alles klar. Die Frames zucken manchmal, da kriege ich jetzt schon Angst, ey. Ich krieg da immer so Zustände. Oh! Och man, und dann so ein blöder Pass, weißt du? Aber der kommt nur an, siehst du? Aber ich habe hier Ferdinand stehen. Und Vidic. Der wird auch noch, glaube ich, bis zum Ende da bleiben. Also, ja, dass der nochmal wechselt, der Ferdinand, kann ich mir nicht vorstellen. Nie im Leben. Ey. Das Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte bei solchen Leuten, ist, dass die, also überhaupt, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwann mal, weiß ich, 15 Jahre beim gleichen Verein spiele und dann berühmt wäre, jetzt sagen wir so hypothetisch natürlich alles, dann würde ich irgendwann zu meinem ersten Verein gehen, also wo ich als allererstes war, egal in welcher Liga ich spiele, einfach nur so zum Spaß noch ein Jahr da spielen. Oh! Weg. Einfach nur weg. Boah, da muss ich mir aber für die zweite Halbzeit mal richtig was einfallen lassen. Das geht ja mal gar nicht klar. Was? Ja, wie du mich hier so richtig weg. Oh, was macht der denn? Der hätte Fahrrückzieher machen sollen. Ich guck mir gleich mal Ballbesitz an. Wahrscheinlich hast du so über 70% oder 60. Na gut, ich kann jetzt nur so viele Tricks machen, weil die, weil meine Spiele hier auf einmal so viele Sterne haben. Das ist ja bei meinem Ultimate Team nicht so. Da mache ich ja nie Tricks.
Och ja, komm, Mann. Weißt du, mit dem Ultimate Team mache ich sowas immer. Das ist das Problem. Da nimmt der S-Bein, den ich da vorne habe, nimmt er den mit der Brust an und zieht einfach rein. Ja. Der ist auch schneller. Ja, aber Nasri hätte das auch machen können. Der hatte den ja schon mit der Brust. Oder hätte den haben können. Hätte ihn haben können. Oh ja, 60 zu 40. Oh. Egal. Du bist aufs Tor eigentlich auch nur 2 zu 1, ne? Also es ist eigentlich, aber von den Schüssen her, haben wir jetzt mal wieder was. Naja. Nicht so schlimm. Nö. Noch ist nichts entschieden. Oh. Aber wenn ich jetzt wieder so viel trickse, dann beschweren sich nachher die Leute wieder. Warum hast du hier so viel getrickst? Das bringt doch nichts. Ich habe mir ja mal so die Kommentare unter deinem Video so durchgelesen mit dem, wo du dich dann halt wo du so die ganze Zeit auf Zeit gespielt hast und dann auf einmal dann so meinten, ja, Zeitspiel bringt doch nichts und ich meine, es ist doch eigentlich deine Sache. Du hast dich dafür ja dann auch verantwortet. Ich meine, das ist relativ sinnlos, aber... Ach, oh, das wollte ich gar nicht machen. Schade. Jetzt dribbelt der mir hier weg. Ich wollte eben den einen Trick gar nicht machen. Nein! Hä, was? Was war das jetzt? Aber du hast mich angeschossen. Ich dachte auch schon. Alter, es gibt das... Das wäre es jetzt gewesen, wenn der drin gewesen wäre. Ja, wahrscheinlich machst du jetzt dein schönstes Tor ever und dann noch gegen mich. Das ja, nee, das schönste Tor ever habe ich dir eben geschickt. Ich meine, das kannst du ja nie sagen, ob das dein schönstes sein wird. Im Moment ist es dein schönstes. Ja, momentan. Momentan. Momentan reicht ja schon mal. Ja. Ever kann man eh nie sagen, weil kannst du ja erst sagen, wenn du tot bist. Ja, stimmt. Und da kannst du auch nichts mehr sagen. Ja. Ihr werdet mich dafür hassen. Ja, wusste ich. Ich wusste es, dass das nicht klappt. Nein? Oh. Boah, komm. Fuck. Ich mach jetzt noch einen. Ja. Nein, 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 nein. Oh. Von Percy. Das ist irgendwie irritierend, dass der Schiedsrichter schwarze Farben hat. Ja, irgendwie schon. Boah. Ja, und dann... Nein, Kagawa. Oh, au, 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 Freistoß. Hallo, der war mit dem Fuß über der Linie. Das darf er nicht. Ja, das stimmt. Ey, das leckt aber ganz gut bei mir. Also, es ist relativ komisch. Eigentlich habe ich sowas nicht... Es liegt aber nicht an dir, es liegt sehr wahrscheinlich daran, dass meine interne Festplatte voll ist. Aber... Lecken die Frames oder was? Ja. Boah. Nee, so das Spiel ist nicht so flüssig. Also es leckt jetzt nicht so... Gut, dann liegt es eher am PC, wo nicht am Internet. Hab ich aber sonst nie. Ah, so, ihr so, komm, lauf, lauf, lauf. Nee, Raphael ist schneller. Boah, komm, wenigstens das Anschlusstor bitte. Post Goals. 37 ist der Kerl einfach. Ja, also es ist unglaublich, ne? Ryan Giggs auch schon so alt. Ja, Van der Sar ist auch eigentlich bei dem Verein geblieben bis zum bitteren Ende, bis er dann halt mal aufgehört hat. Naja, bitteres Ende war es ja nicht. Nein, aber so, ich meine, boah. Der den jetzt nicht bekommen, ne? 84 Pace und dann so einen Ball nicht bekommen, ist okay. Nein, was war das für ein Pass? Fange ich auch mal hier an. Ja, oh Gott, jetzt, wenn einer so viel dribbelt, dann verliere ich immer die... Oh, Balotelli. Nein, komm, lass mich den machen. Ja, geht doch. Ey, vielleicht wird's sogar noch mal spannend. 72. Das Einzige, was fehlt, ist, dass er sein Trikot auszieht. Ja, das ist ein bisschen doof. Der sollte das Trikot noch ausziehen dabei. Ja, aber dann wäre das ja wieder doof. Dann müssen die ja nochmal was neu programmieren, so von wegen gelbe Karte und so. Ja, gelbe Karte. Nein, 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 keine Zeit, sorry. Warte, nee. Schneid ich raus, ist kein Problem. Also, so, bei mir läuft die Aufnahme wieder, kann weitergehen. So, bei mir auch. So, ja, da war eine kleine Unterbrechung. Sorry dafür. Passiert. Ich glaube, ich nehme nie mehr Online-Spiele auf, wenn ich hier bin. Nie mehr. Also, was? Alter.
Boah. Herrick. Oh Gott. Ich habe jetzt gerade so richtig viel Schiss, dass jetzt gleich mein Internet mal so meint, so nach 3 Monaten mal wieder abschmieren zu müssen. Das wieso? Richtig, schlimm wäre es ja nicht, ich führe ja. Och Mann. Ha, nass gemacht. So, jetzt kommt Nani. Oh, was macht der denn da? Nein, warum schießt der? Oh, das ist nicht das, was ich geplant habe. Geh wenigstens den Einwurf aus. Oh, gibt Abstoß, toll. Einwurf wäre da hinten nämlich noch ziemlich schön gewesen. Dann hätte ich abschirmen können. So, jetzt stelle ich erstmal auf Defensiv und Konter. Och Gott. Ich habe irgendwie immer auf Offensiv und Konter. Ich weiß nicht wieso. Das hatte ich auch schon öfters. Und dann noch Pressing meistens. Dann was? Teampressing. Ach so, ja. Dazu. Das ist eigentlich relativ gut, weil... Ja, finde ich auch. Habe ich auch manchmal drin. Ich habe es auch gerade mal aktiviert. Volle Kanne drauf. Ach komm, lass mich doch einfach mal da durchlaufen. Nein, wieso denn? Ja, es ist einfach lustig. Macht doch Spaß. Oh, Kagawa, da musst du rankommen. Oh! Siehst du, an so Bälle muss man rankommen. Da muss man halt mal... Muss man sich halt mal richtig strecken. Oh, Nasri, ey. Der Kerl war bei FIFA 12 irgendwie sauschlecht. Boah. Oh, Mann. Jetzt hast du aber deinen eigenen Mann angeschossen. Hä? Nö. Sah aber so aus. Ja, sah wirklich so aus, aber... Oh, 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 raus damit, raus damit. Nee. Kagawa, oh, wird direkt umgenietet. Oh, oh, ja! Oh, leck. 89. Minute. Mann, war das nicht, ich weiß gar nicht, du hast dann, warte mal, wie war das, 3-3 und dann hast du noch das 4-3 gemacht und dann, glaube ich, in der 87. oder so habe ich dann noch das 4-4 gemacht. Nee, oder nee, umgekehrt. Du hast es 4-3 gemacht und ich habe dann 89. Ja. Genau, 90. Mhm. Wie bitte? 90. war das. Ja, stimmt. Müller. Oh! Oh. Schade. Alter. Weg! Nein! Weg. Oh. Alter, jetzt wird's ja echt so nah. Jetzt ist es mies. Alter, komm. Das 2-2 mit Save. Boah, schade. Geh mir was? Achso, ich hab gedacht, der fällt jetzt ab. An der Ecke. Geh doch einfach weg, Mann. Jetzt hast du dich aber ganz schön... Ey, 4 Ecken oder so hintereinander, das ist nett. Das ist Horror. Pfeif doch bitte endlich mal ab. Ich meine, wenn du dann noch Robin van Persie und so und Rio Ferdinand und Vidic da vorne hast, dann ist das echt. Ja. Nein, jetzt pfeift er nicht ab! Oh Mann! Oh, sorry, dass ich jetzt erstmal sagen muss, dass das so gut war. War aber eine schöne Partie, muss ich sagen. Einmal gefallen, können wir gerne wieder machen. Klar, also von meiner aus. Von meiner Seite aus. Also von meiner aus. Na, also können wir auf jeden Fall gerne wieder machen. Ich meine, wir können ja noch ein bisschen schreiben und so. Also ich bedanke mich erstmal dafür, dass du mitgemacht hast. Klar. Und ich werde deinen Kanal dann in der Videobeschreibung verlinken und auch im Video selbst. Ich auch. Und ja, das war's dann eigentlich jetzt mal von mir. Nochmal vielen Dank an dich. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, alles klar dann. Bis zum nächsten Mal, ne? Jo. Ciao. Tschüss.